Leute, willkommen zu einer neuen Folge Peak mit Neek, aka Wack. Gubi Fortnite, aka Mario Weeby, Oru, das bin Grogu, ich. Das ist ein verzweifelter Versuch, und mir, wie geht's euch? Ich bin literally Baby Yoda geworden gerade einfach. Digga, ich feier Baby Yoda. Wow, ich liebe Baby Yoda, das wäre der Beste. Ich würde mich um den kleinen Oru, ich schwöre, Oru als Baby war einfach ein Babykörper mit seinem jetzigen Kopf. Ja, literally. Erstens, ich war mega fett. Zweitens, ich bin nicht gelaufen, bis ich zwei war oder so, weil ich einfach so faul war. Digga. Das ist von der Titte genug gibt. Ey, so, ja, ich hab mir so gegönnt, Digga. Ich war so legit. Ich war, keine Ahnung, ich such mal Bilder. Junge, ich schick den Cutter Bilder, vielleicht kann er welche einfinden. Bitte, ich will Baby-Oru sehen. Baby-Oru, Grogu. Ich schwöre, Oru wäre auch so, es gibt so Baby-Luigi, Oru B wäre jetzt auch als Baby-Charakter in Mario Kart. Baby-Oru als Skin. Wie fährst du bei Mario Kart? Baby-Oru. Oh, Junge, das Leute, geht ja was los. Geht? Ja, Mann, heute haben wir einige Themen. Wir haben ein bisschen, ja. Wir dachten, wir recappen in der Folge mal. Vieles ist in der Anime-Manga-Welt passiert. Attack on Titan ist zu Ende gegangen. Wir wollen nicht unbedingt, denke ich, in den Spoiler-Talk gehen, damit jeder diese Folge diesmal genießen kann. Gechillt. Wir reden aber drüber, weil es war ein Ereignis. Scott Pilgrim ist gestartet. Wir haben es alle gesehen, denke ich mal. Wichtig. Und Togashi hat auch, ohne da jetzt irgendwie Hunter x Hunter an sich zu spoilern, das Ende oder eins der potenziellen Enden für Hunter x Hunter announced, was uns alle, glaube ich, sehr krass getroffen hat. Das sind alles Punkte, um die wir heute mal drum rumlabern wollen, dachte ich mir so, oder? Ja, ne? Das stimmt, ja, gut gedacht. Also, sehr gut. Warum ja, liegt hier Klopapier? Warum hast du eine Mütze auf? Hä? Warum ist Baby Oru da? Das ist gottlos, also Baby Oru. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Ja. Weiter. Achso, ja gut. Ich hab schon Lust, aber ich habe jetzt keine Lust, weiter zu reden, weil ich habe schon so viel geredet. Ja, du hast heute mit deiner Oma ein bisschen geredet, habe ich gehört. Ach, ja, stimmt. Leute, das ist eine Story, die muss ich euch leider erzählen. Oma kam nämlich eben in den Talk und meinte, meine Oma ist so ein Opfer. Und ich dachte mir, wie kann man jemals seine Oma als Opfer betiteln? Und ist auch ein gutes Statement, um in den Call zu kommen. So, meine Oma ist so ein Opfer. Okay, was hat deine Oma denn gemacht? Und Leute, die erklärt es zu 100%, warum sie ein Opfer ist. Pass auf, haltet euch fest. Ihr geht's nicht gut, sie hat Schmerzen. Und Oru fragt sie, auf welcher Skala denn 1 bis 10? Sie sagt 12. Und er hat wirklich gesagt, dass Leute, die Schmerzen haben, keine Witze machen können. Also ist sie ein Opfer. Weil sie 12 gesagt hat. Die arme Omi, die da in ihrer Doppelbettdecke mit ihren Riesenstrümpfen, die sie warm halten, mit ihrer Tasse Tee gerade liegt und eine 12 noch gerade ins Handy tickt. Fehlt nur noch, dass er zu ihr vorbeigeht und so den Tee aus der Hand schlägt. Omi, steh auf. Bro, ey, sei doch froh, die dachte sich so, die weiß ja nichts davon. Die dachte sich so, ach, ich sag es jetzt meinem geliebten Enkel, den ich über alles liebe und dem ich alles geben würde. Deine Reaktion ist Opfer. Ja, aber das weiß sie ja nicht. Deine Oma ist Peak-Hörerin. War auch gerade bei meiner Oma. Meine Oma ist dieser 1%, der immer bei 70 plus hochgeht auf Spotify. Das verstehe ich nicht, aber es gibt da wirklich ein paar Grannies oder so, die uns abchecken, das ist cool. Ja, Mann, Oh, das erinnert mich an eine Frage, die ich euch unbedingt stellen wollte, aber ich weiß nicht, ob die zu gottlos für den Podcast sind, die hat auch nichts mit den restlichen Themen zu tun, aber du hast es mir, ich muss es jetzt rauslassen, sonst kann ich nicht die ganze... Mach. Was ist das Schlimmste, worauf ihr jemals masturbiert habt? Oh nein, was ist denn das für eine Frage? Junge, hör halt auf, Mann. Das... Ich merke, ich sehe in euren Gesichtern richtig, wie ihr euch gerade selbst verurteilt. Also das Ding ist, ich glaube actually nichts krass Problematisches, würde ich sogar behaupten. Bei mir auch nicht, glaube ich. Es war eine Frau und ein Pferd. Okay, können wir das rausschneiden? Das müssen wir zensieren. Nein, das müssen wir zensieren. Das ist doch problematisch. Das ist doch problematisch. So ein Gott für dich, Bro. Wärst du ein JoJo-Charakter, wärst du Holo. Deswegen, das ist dieser andere Steel Ball Run. Oh Gott. Nein. Ich kann nicht mehr. Okay. Also ich will noch ganz kurz sagen, ich habe einen Joke gemaked, als ich gesagt habe, ich habe einen Joke gemaked. Okay. Also hier kommt meine richtige Antwort.
Okay. Jetzt kommt wirklich meine richtige Antwort. Bro, ich wollte sowas sagen wie, keine Ahnung, so eine komisch geformte Baumrinde oder so, die mich horny gemacht hat oder so. Ja, das ist schon auch sehr seltsam. Also wirklich? Ja, keine Ahnung, manchmal sieht man die Formen, die man sehen möchte, ich weiß nicht. Unterschätze nie die Pubertät eines Teenagers. Aber ich fühle den Take, mein Take wäre auch gewesen, so, keine Ahnung, meine Musiklehrerin, aber ich war 12 und die war 70 oder so, legit, Bro. Also, das ist doch nicht problematisch, sagen, Mann. Ja, nicht so problematisch wie jede halbwegs. Es war animiert, okay. Geile Lehrerin. Ich muss da schauen für den Plot. Gegenstand es war der Fantasie eines Jungen. Ach, es war aber sehr Kapitel irgendwas, ne? Ach, wie komme ich da jetzt jemals raus? Warum habe ich das überhaupt gesagt? Du hättest gar nicht erst reingehen sollen, Bro. Du hast den Vogel abgeschossen, Nick, Bro. Ich sag dir. Scheiße. Ich find's sag einfach, so geil, du meinst die Szene einfach, aus Band 9. Unbesorgt. Ich habe einfach versucht, dass ich von mir ablenke mit dieser Oma-Story, indem ich einen von euch dazu bringe, was noch Schlimmeres zu erzählen. Und es hat funktioniert, Digga. Es hat tatsächlich funktioniert. Und man kann auf diese Frage, wenn man die ehrlich beantwortet, auch eigentlich nur ins Fettnäpfchen treten. Das da ist eigentlich. Da kann man, also, das ist ganz so, ehrlich, das ist so eine ich glaube, das können nur 6-Jährige richtig beantworten, weil die noch keine sexuellen Gedanken haben, Bro. Ach so. Also nein, Leute, die hat noch kein. Was dachtest du jetzt schon wieder, Bro? Das was hättet ihr gemacht? Ganz problematisches Thema. Was hättet ihr gemacht, wenn einer von uns jetzt gerade Kinderpornografie angesprochen hätte und wir einfach jetzt wüssten, der Typ ist pädophil? Ja, dann hätten wir wohl nach nur zwei Folgen wieder einen Castwechsel bei Peak gehabt. Ja. Ich würde diese Folge abbrechen oder so. Ja, einfach Kontakt, also dann hätte ich morgen aber wieder lauter Kommentare mal, gekriegt. Ich habe mir auch so überlegt, guck mal, also das ist jetzt einen großen Bogen, den ich spanne. Ich war gestern auf einem Baby-Metal-Konzert. Ja, ich weiß nicht, also nee, das ist gar nicht so ein großer Bogen, weil Kinderpornografie und Baby. Ja. Pass auf, nein, ich komme dazu, pass auf. Baby-Metal-Konzert sind ja drei Japanerinnen, die Metal, Kawaii-Metal machen, sehr coole Musik, richtig geiles Konzert, Props. Aber als ich mich so umgeschaut habe, und ich bin ja 27, die Sängerin sind 25, 24, so, die machen ja schon Musik, seitdem sie 14, 13 sind, so. Und da waren halt OG-Fans und die waren teilweise wirklich so alt wie mein Opa. Und der durchschnittliche Zuhörer war dort männlich und ungefähr zwischen 40 und 50. Und wenn ich das dann so gesehen habe, wie die dann diese Baby-Metal, die ja sehr kindlich aussehen, die Sängerin, ja, als ihrem Hintergrund haben, da habe ich mir auch so gedacht, so, was ist hier los? Also ist das so normal tatsächlich? So, bin ich der Weirde oder? Vielleicht hat meine Oma deswegen Schmerzen, weil sie gestern auf dem Konzert war und gepokt hat, Digga. Sie hat einfach nichts gesagt. Nein, es waren ja überwiegend Männer und ältere Männer dort. Und habe ich mir so gesagt, okay, könnte es, ich will denen da nichts unterstellen, aber könnte es sein, dass die halt wirklich geil finden, so? Ja, safe, als ob die, also du denkst doch nicht ernsthaft, sorry, Bro, dass sie im Auto sitzen und sich denken, die sprechen mir aus der Seele mit ihrer Musik. Also, Digga, das ist doch nicht dein Ernst, Digga. Und ich finde, an dieses Thema muss man halt so vorsichtig rangehen, weil ich finde es okay, boah, du kannst ja Fan von was auch immer sein, so. Aber wirklich, da waren wirklich alte Männer, so, weißt du? Und ich denke mir so, hä, was Bro, ist denn hier schief? Ich glaube, du warst noch einer mit der reinsten Intention dort. Probably. Aber das Ding ist, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Was war vorher? Hattest du gefragt, ach, wenn einer von uns pädophil wäre, wie es weitergeht? Genau, und da habe ich mir so überlegt, ich schwöre, also guck mal, dieses Thema Pädophilie wird nicht viel drüber geredet, ist auch, denke ich mal, nicht Digga, so schön. Diese Folge Thema. Ist so schlimm, die ist einfach jetzt schon so schlimm, Digga. Es ist einfach ist wirklich schlimm. Was soll man machen? Das Ding ist, ich würde fast sagen, dass, also ich habe so das Gefühl, dass so über jeder Zehnte so eine Gedanken hat, leider, ne? Stell dir das einfach vor. Oh, zum Glück sind wir zu dritt, weil hättest du jetzt gesagt, jeder Dritte hätte einer von uns die Arschkarte gezogen, Bro. Kann auch sein, aber das Ding ist, nee. Die Leute, die pädophil sind, die können da ja erstmal nichts für, aber die es ausleben, sind halt die Schlimmen, ne? Und ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Red einfach nicht weiter, können wir es ja. Ganz ehrlich, ich dachte, in dem Moment, wo Lazar in diesen Podcast joint, sind wir wieder göttlich und nicht mehr so. Digga, letztens, lauter Leute haben uns Kommentare geschrieben, ich bin mal gespannt, wie Lazar die Gottlosigkeit handelt von den beiden. Ja, Bro, es hieß dann, du würdest die Gottlosigkeit vernichten, nicht, dass du dich hier anschließt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Lazar, was soll das? Was soll das? Bro, wie konntest du nur? Ich hab den Eindruck, wir sind ja an einem Punkt, wo wir eine riesige Diskussion lostreten könnten, wenn wir weiter in dieses Thema reinsteigen. Lassen wir es lieber. Nein, und jetzt, pass auf, nein, wir können ja wieder den Bogen, wir schließen den Bogen zurück zu Anime. Und warum ist dann bei Hanime auf Top 1 immer so ganz zierliche kleine Mädchen in den Pornos? Ist es?
oh mein Gott, das hast du richtig schlau gemacht. Jetzt könnte man wirklich denken, du hast diese ganze Story nur erzählt, um auf ein Anime-Thema hinzuarbeiten. Richtig. Digga. Und deswegen solltet ihr Girl on the Shore von Asano nicht lesen. Richtiger Drecksmanga. Yes. Oh ja, geil, das ist kontrovers. Ist geil, Digga. Also, kontrovers ist das Ding doch echt gut. Mann, hey. Wir haben den Bogen zurück. Das ist übrigens so eine Grenze, die ich bei mir gezogen habe. Für mich einfach, deswegen lese ich kein Kenshin. Ich weiß, ich habe mir sagen lassen, dass in dem Manga nicht ein Anzeichen für irgendwelche pädophilen Inhalte vorhanden ist. Aber ich denke mir... Gut, aber wenn du weißt, dass der Typ, der das da gerade gezeichnet hat, dass der Kinderpornografie bei sich hatte. Und vor allen Dingen, ich finde es auch so weird, dass Oda diesen Atzen so verteidigt. Warst du das, Oro, der mir das erzählt hat? Dass er dem immer noch in Schutz nimmt und sagt, das ist ein cooler Atze? Nee, das hat er dir Chris erzählt. Und zwar ist der Punkt, ja, das, erstens war er sein Assistent und zweitens. Also soll's nicht rechtfertigen, ist, aber deswegen macht das. Die sind alle irgendwie cool damit. Also in Japan ist das legit irgendwie so ein Ding. Anders. Also es ist. Ich will jetzt gar nicht, also jetzt bitte schreibt mir jetzt keine Essay, warum Girl on the Shore geil ist, Digga. Ich habe keinen Bock, mit euch drüber zu diskutieren. Und ich bin immer gezwungen zu diskutieren, wenn man mir direkt antwortet. Hey, aber man muss sagen. Es gab ja diese Exhibition von Watsuki und Kenshin, wo sich auch dann andere Mangaka dazu geäußert haben und eingeladen wurden, sich dazu zu äußern. Da hat auch Oda das über den Herrn gesagt, auch ein paar andere. Die haben auch eine Party mit dem geschmissen, aber zu einem anderen Zeitpunkt mit Oda, Kishimoto, Horikoshi und so. Aber es gab zwei Manga-Autoren, die sich komplett davon distanziert hatten, sich nicht mal dazu geäußert haben und sich nicht dazu äußern wollten. Ratten sagst mal, du jetzt auch noch beiden. Welche? Ja, ich will ein Ratespiel draus machen. Rate doch mal. So. Was schätzt du denn? Kenn ich sie? Beide? Shonen-Manga-Autoren. Shonen-Manga-Autoren. Männlich oder weiblich? Digga, welcher Shonen-Manga-Autor ist weiblich? Kite Kubo. Magi? Jump. Also, ich sage... Queen, by the way. Magi. Ich sage... Was ist ihre Einschätzung? Digga, ich sag's dir. Ich glaube Toriyama und was läuft noch? Ich sag Toriyama und Kubo. Kubo habe ich schon gesagt, aber ist nicht. Ja, okay, ist es nicht. Okay, dann Toriyama und Digga, ich lese halt keinen Shonen Jump so viel. Cool. Sorry, Podcast, Kevin. Ich lese halt keine Shonen Jump. Ich lese so Opferscheiße. Ist Chainsaw Man denn nicht in der Jump? Ist es Jump oder Jump Plus? Ich weiß nicht. Nee, es ist Jump. Ja, ich sag, war, glaube ich, Jump und ist jetzt Jump. Toriyama Kishimoto. Ja, nein, der hat doch schon gesagt, Kishimoto war mit dem Whirlpool. Ich sag's einfach. Ihr liegt halb richtig. Der eine war Toriyama und der andere ist Togashi. Safe. Togashi? Mhm. Ja, die gut, Bro, aber wie soll der auch auf eine Party gehen? Apropos. Der kann ja nicht mal. Ja, aber er hat sich. Habt ihr das mit Togashi? Ich meine ja nicht die Party. Ah, das ist eine gute Überleitung. Wir können darüber reden. Auch das war wieder mal geplant von uns. Kommen wir zu Togashi als erstes, oder? Ja, ich würde sagen, weil das Ding ist, da lass da nicht lang drüber reden, weil viele lesen sich das bewusst nicht durch. Auf Twitter kam ein Post von Togashi und wir wissen ja alle, gesundheitlich ist er ein Wrack, ihm geht's so schlecht schon seit Jahren. Wird schon fast seit einem Jahrzehnt sagen. Das ist auch eine 12 länger. Auf der Skala. Du bist so dumm, Mann. Ich schwöre. Also. Lass doch mal die alten Menschen mit ihren Schmerzen, Bruder. Was ist mit dir? Was ist das? Möchtest du sagen, Togashi ist ein Opfer in deiner Sprache? Nein. Möchtest nein, du das sagen? Nein, Bro. Es tut mir leid. Hast du zu deiner Oma... Nimm das Telefon in die Hand und deine Oma an und sag, leg dich doch zu Togashi ins Bett. Dann könnt ihr beide über eure 12 heulen. Den schneiden wir raus. Okay, Wir schneiden hier gar nichts raus. Hier wird nichts gecuttet. Das ist die gottlosste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Und die geht erst in 10 Minuten. Folge, wo ich da bin, Mann. Verfickt. Hey, klassischer Lazar, der bringt überall so Unruhe rein. Ja, das war's mit den Spotify-Charts für diese Woche. Das war's mit der YouTube-Money-Monetarisierung, Digga. Auf jeden Fall, Togashi hat einfach random aus nichts gesagt, er hat eine Version der Enden rausgehauen. Und so wie ich es verstanden habe, gibt's Ende A, B, C und D. Und D hat er veröffentlicht, richtig? Richtig. Ja, und D ist das quasi, was er am scheißesten fand oder nicht benutzen wollte. Und das hat er quasi als Beispiel veröffentlicht, wie das so aussieht. So habe ich es verstanden. Genau. Er hat auch gesagt, dass das D-Ende, welches er veröffentlicht hat,
das Ende sein wird, sollte er vorher ableben, was wir natürlich nicht hoffen, dann also sagt er, benutzt einfach das. Ich verstehe den Gedanken dahinter nicht einmal, aber das hat er gesagt. Frage ich an euch. Nee, sag du erst. Frage mal. An euch, beunruhigt euch diese Nachricht? Weil ich denke mir so, boah, das kommt ganz schön random, oder? Also, es beunruhigt mich insofern, sorry Kevin, dass Togashi bisher immer geäußert hat, egal wie lang der Hiatus war, dass er Hunter fertig machen will, auf jeden Fall, dass es wichtig für ihn ist. Er hat sich immer so geäußert. Und jetzt sagt er, ja Leute, falls ich es nicht mehr packe, das ist das Ende. So. Ja, schon das heftig, schon eine heftige Nachricht. Dass er mittlerweile zweifelt oder eingesehen hat, dass es schwer wird. Aber wenn naja. Ich so eine Nachricht droppen würde, also ich weiß nicht, ich würde so eine Nachricht nur droppen, wenn mein Leben in Gefahr wäre oder wenn ich davon ausgehen würde, nicht mehr lang zu leben. So, wisst ihr, was ich meine? Dann würde oder ich nicht so eine mehr Nachricht arbeiten droppen. Zu können. Ja, naja, er hat ja gesagt, er hat ja explizit seinen Tod ins Spiel gebracht. Also wenn er vorher verstirbt, wird dieses Ende das Ende sein. Was übrigens ein ganz komisches Ende ist, ich habe das nicht mal gecheckt, ich habe es 5-mal gelesen, habe es immer noch nicht verstanden, was man mir damit sagen will. Also das auch mehrmals lesen tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ist das ein Spoiler, wenn man das jetzt, sagt, Digga? Was ja, er das ist, also viele wollen es nicht Leute, wissen. Die haben explizit das vermieden zu lesen und das machen wir auch nicht. Du hast ja schon in der letzten Folge das Innocent Rouge Ende für alle gespoilert und damit die extra hätte Leute man übrigens voll cutten Erfahrung können, abgesehen davon war das kein richtiger Spoiler, Mann. Lazar, weißt du, wie viele Leute ich damals und Oro auch Mann. 20th Century Boys empfohlen haben, wie viele die das verkauft haben wegen dem letzten, der letzten ja, Folge, Mann. Dank dir? Ja. Was? Danke. Ja, danke, Mann. Ja. Ganz ehrlich. Wieso? Ganz ehrlich. Ja. Weißt du, wie viel Hate Gubi und ich in unseren DMs haben, die jetzt auf einmal alle sagen, ja, Lazar hat recht, 20th Century Boys voll scheiße, ihr habt gar keine Ahnung. Ja, nur wegen ja aber dir. Da seid ihr auch selbst schuld. Ich sag das seit Ewigkeiten und ihr glaubt mir einfach nicht. Ja, Bro, das Gute ist, wir konnten dich bis jetzt relativ gut dodgen, weil du nur auf TikTok existiert hast. Und dann kann man einfach sagen, wer ist das? Jetzt ist so, es aber face wenn to face. Jetzt bist du hier. Jetzt kennt man dich. Jetzt hast du ein Gesicht. Ja, von Pluto. Nein, also ich lest, wollte sagen. Lest halt gute Urasawa-Mangas, ich weiß, keine Ahnung. Okay, lass mal also, das. Ey, ich schwöre, irgendwann kämpfe ich gegen dich. Ich schwöre, also es auf der einen Seite Billy Bad versus 20th Century Boys. Wir fechten das in einer Urasawa-Folge aus, okay? Da streiten ja, wir uns. Die machen wir, wenn ich das Ding die letzten Bände durch habe. Und dann geht das Battle los. Das wird eine ja, genau, ich will ja auch nicht Gubi zu sehr beeinflussen. Der soll mich, der ja, sollte das auch ist, durchlesen. Der wird jetzt sowieso auf deiner Seite nein, nein, sein. Nein, nein, warum nein, nein, auf nein, Seite nein, sein? Nein, kennt dich doch länger. Warum? Guck mal, du weißt ganz genau, das wird guck mal, ihr werdet debattieren und am Ende bringe ich meine Meinung rein und das entscheidet, wer recht hat. Ja, also, passt doch. Das war ich so, bin doch eh die Minderheit. Das war gerade so, so. Ja, nur weil du Ausländer bist. Ach komm, Digga, was hat das jetzt mit Minderheit zu tun? Was hat das damit zu tun? Ja, warum bist du denn die Minderheit jetzt? Also, Kevin, ich sag nur, du hast eine 100%-Quote in allen Folgen zu erwähnen, dass ich Ausländer bin. Ja, ich hab echt 2 Folgen, Bro. 100%-Quote. Kann ich gehen? Kann ich einfach gehen? Hast du das? Ich wollte nur das sagen, alles hier. Wir fechten diese Urasawa-Debatte in der Urasawa-Folge aus. Ich habe auch keinen Bock, ständig auf 20th Century Boys rumzuhacken. Ich habe dafür auch warum schon sagst Ärger du bekommen. Warum sagst du eigentlich immer 20th Century Boys? Ja, weil das heißt ja 20th. Das ist ja richtig. 20th. Ja, es ist okay, leichter für mich auszusprechen, nie. Mann. Ja, sorry, 20. Mr. Innocent Rogue, Alter. Rogue. Wie ist es nochmal? Es suffocated lonely. Suffocated. Ach, Digga, ganz ehrlich. Wer solche Namen auf seine Manga macht, der hat schon provoziert, dass er in Deutschland keinen Erfolg hat. Leute, also ganz ehrlich. Togashi, gute Besserung. Ich hoffe, aber für mich ist auf jeden Fall jetzt nochmal an der Stelle, um auf das Thema zurückzukommen, einfach die Vorstellung kaputt gegangen, dass irgendjemand anders diesen Manga beendet. Ich glaube, vorher wird es einfach nur das Ende wird rausgehauen, bam, so wie er es gemacht hat. Es wird nicht beendet, wenn er stirbt. Ziemlich sicher. Also Hunter wird einfach ein Manga von vielen, der halt kein Ende bekommen wird. Ja. So, also das, was Berserk jetzt passiert ist, das ist ja eine Ausnahme, passiert ja eigentlich nicht. Es gibt so viele Werke, richtig, wo der Autor nicht mehr arbeiten kann oder richtig verstirbt, so dass das Werk dann einfach abgebrochen wird. So, was soll man auch machen? Aber, was ich dazu noch anmerken wollte, Togashi hat noch eine Sache zu den Enden gesagt und das ist jetzt auch kein Spoiler. Und zwar hat er geäußert, seiner Einschätzung nach, wie zufrieden die Leser mit den verschiedenen Enden sein werden würden. Und zu Ende A und B meinte er,
dass die Fans recht zufrieden mit dem Ende sein würden. Zum Ende C meinte er, sagte er, würden wahrscheinlich 90% der Fans das Ende hassen, aber das wäre tatsächlich das Ende, was er selbst am liebsten machen würde. Das ist krass, das ist ein krasser Take. Und bei dem Ende denke ich mir, boah, das der Typ hat dunkle Sachen vor. Das will ich unbedingt. Das ist, aber ich ganz will auch, ehrlich, dass er das Ende macht. Ja, safe. Das, wär, das ist auch safe. Ist, also ich glaube, wir alle drei sagen einfach, geh für Ende C, Bro. Ja, weil ist wir einfach so. Ja. So safe weil es einfach C. so ist. Digga, Hunter braucht für mich doch kein gutes Ende. Wenn ich ein gutes Ende will, dann lasse ich das einfach wie Gon mit seinem Vater auf dem Baum sitzt, weißt du? Aber also, jetzt will ich das ins Dunkle, ich will ins Dark Land, Digga. Bro, du meinst gut im Sinne von Happy End. Also ja, richtig. Im Sinne von Happy End. Ja. Das ist, aber ich sag's euch, wie es ist. Ganz ehrlich, ich finde generell, ich finde das sowieso weird, dass er so viele Enden hat. Also ich verstehe, warum er so mehrere sich überlegt hat für den Case und den Case und den Case. Aber ich finde, also ich würde als Künstler oder als Autor, ich würde immer für das Ende gehen, was ich einfach machen will. Mm. Ich würde drauf scheißen, 90% sind mit dem zufrieden, 50% sind mit dem zufrieden. Meinst ich würd einfach oder sagen, würde Digga, das machen? Fühle ich? Ich fühle den Gedanken. Das, boah, weiß ich nicht. Ich feiere Isayama, weil er es nicht gemacht hat. Weil er hat selbst gesagt, Bro, ich habe jetzt das Ende gemacht, wo ich weiß, die scheißen alle auf mich, aber das hat sich richtig angefühlt. Ja. So. Das ist ein guter. Es hat sich mit dem Anime-Release hat sich sogar redeemed. Also es hat sich dann gelohnt, weil jetzt feiern auf einmal alle wieder das Ende. Das stimmt. Ja, ist auch eine gute Überleitung, weil du ihn erwähnst. Es gibt nämlich noch ein Funfact zu Isayama. Der wurde damals, glaube ich, bei der Jump abgelehnt für Attack on Titan. Mhm. Ja. Weil die meinten, der soll noch an seinem Konzept arbeiten, an seinen Zeichnungen arbeiten oder soll vielleicht irgendwas noch ändern. Und das wollte er nicht. Er wollte diese Vision, so wie er sie hat, veröffentlichen. Strong. Und ist dann zu wem gegangen? Kodansha? Ich weiß nicht genau. Und die haben ihn dann angenommen. Also finde ich cool. Und das merkt man ja auch, dass er das in seinem gesamten Werk so durchgezogen hat. Auch beim Ende. So, das Ende war ja sehr kontrovers. Wäre bestimmt bei Togashi und Hunter genauso. Viele Fans hassen es, aber das Ende ist eigentlich geil. Genau wie bei Attack on Titan. Mhm. Ist auch ein guter Punkt, jetzt über Attack on Titan zu reden. Ja, also vor allen Dingen, wie viele Leute hätten es für gut befunden, hätte Isayama da irgendwas geändert. Und ich finde das so stark, dass man da bei seinem Werk bleibt und so stolz ist und sagt, ich will es so durchziehen, wie ich das möchte. Und ich finde, jetzt, wo wir alle den Anime gesehen haben, ich hoffe, ihr habt es auch alle geschaut, es könnte ein paar Spoiler-Sachen beinhalten. Bin ich sehr zufrieden damit. Ich finde, im Anime ist das Ganze noch besser rübergegangen. Ich finde das Ende im Anime wesentlich geiler als im Manga, auch wenn es dasselbe ist. Aber diese Inszenierung und vor allen Dingen das Gespräch, was man noch hatte, mit diesen 80%, das ist viel besser im Anime rübergekommen. Oh, viele kritisieren aber gerade dieses Gespräch, wirklich? weil sie gesagt haben, damit drückst du halt den kompletten Vollidioten, die gar nichts gecheckt haben, nochmal rauf, was passiert ist. Aber ich fand das Gespräch vollkommen Digga, dann fein. Bin ich ein also, vollkommener Vollidiot, der nichts gecheckt hat, aber ich fand ja, aber das ist ja das ist nichts Neues, ne? Aber ich sehe das genau wie du, ich fand das Gespräch auch sehr gut. Bevor wir jetzt in Attack on Titan zu tief reingehen, weil eine Sache fand ich super spannend, ich habe das nämlich letztens erst gelesen, weil Lazar gerade gesagt hat, dass Dings abgelehnt wurde, Isayama, von der Jump mit Attack on Titan und dann zu diesem anderen Verlag gegangen ist. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe über Tite Kubo gelesen, dass er mit Bleach auch abgelehnt wurde mit seinem Erstentwurf und dass den dann Toriyama gelesen hat und der gesagt hat, ich finde das geil, was du da gemacht hast und dann hat er überhaupt erst weitergemacht mit Bleach. Stimmt das? Weißt du das, Lazar? Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, aber ich habe tiefer darin recherchiert und festgestellt, die einzige Quelle, die ich derzeit nur noch finde, ist ein Beitrag von Crunchyroll. Und die nennen keine Quelle, deswegen zögere ich damit, diese Story zu erzählen. Okay. Ich kann sie nicht wirklich verifizieren, aber sie ist sehr bekannt, also viele erzählen das. Okay. Digga, mir ist gerade ein bisschen ja, sag hin. Und das hat Kubo in einem Interview selbst gesagt, deswegen, das ist legit. Er hat mal erzählt, dass er sauer war, als abgelehnt wurde, sein Entwurf. Und dann hat er seinem Editor einmal Fist of the North Star Band 1 und Dragon Ball Band 1 bekommen und gesagt, hier, mach sowas. Und das hat ihm nicht gepasst. Ach, krass. Mir ist gerade aufgefallen, wir sind so ein bisschen wie die drei Fragezeichen. Warum? Uru ist Justus Jonas, ich bin Peter Shaw und du bist einfach Bob Andrews, Recherche und Archiv, Alter. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet, Bro. Ich hab das noch nie gehört oder gesehen. Oder ich was? Hast du drei Fragezeichen gesehen? Nee. Gesehen, man hört das doch. Ja, gehört. Ja, meine ich doch. Oh, was? Das ist doch so ein Kindheitsding, Alter. Hast du mich gerade beleidigt? Nein. Justus Jonas ist so der Anführer der drei, weißt du?
Ja, ich google den jetzt. Und wenn der hässlich ist, dann bist du raus. Es gibt kein Bild von dem, der ist. Er hat dich nicht beleidigt. Audio, visuell. Der heißt Justus Jonas, Bro. Ja? Ich würde, Kevin vertraut niemandem. Ah ja, okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Du darfst bei Peak bleiben. Das ist gestört. Es ist gestört. Okay, Leute, Attack on Titan. Ja. Was ist eure Favorite, was ist euer Favorite Moment aus Attack on Titan, jetzt wo das Gesamtwerk raus ist? Kompletter Return to Shiganshina Arc ist auch, ich habe letztens, wurde ich von irgendeinem von euch beiden, glaube ich, in der Folge, oder irgendwo wurde ich gefragt, was mein liebster Shonen Arc ist, und ich habe diesen Arc vergessen, weil es ist mein liebster Shonen Arc. Ja? Return to Shiganshina, ja. Es ist, warte, ist das der erste Arc der vierten Staffel oder der letzte Arc der dritten? Nee, das ist dieser Levi Beast Titan. Erwin und Levi Beast Titan. Da sage ich plus eins, das war einer meiner Favorite Anime Moments of all time. Ja, das ist auf Top 1 eigentlich. Folgen, ist bei mir auch, ich glaube, das war so Folge 18 bis 23. Das waren so einige krank. Folgen am Stück. Digga. Schließe ich mich gar an. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber es geht mir nicht mal um Erwins Rede, sondern es geht mir darum, um dieses, ich will jetzt nicht verraten, was da, aber dieses Gespräch, was Erwin mit Levi vorher führt, wo die nur zu zweit sind. Ja. Und er da sitzt und sich so Levi offenbart mit seinen Gefühlen. Ja. Gibt dein Traum auf und stirbt. Ja, das ist, Bro, also ganz ehrlich. Digga, ich liebe das. Das ist wirklich so ein Peak gewesen. Und das hat Witt noch animiert, Alter. Ja. Stimmt. Magst du die Mappa-Adaption nicht? Ich finde sie mittlerweile ganz okay, aber ich fand die Witt tatsächlich passender. Das fand Dani tatsächlich auch. Und ich weiß nicht, ob ich zustimmen würde. Ich finde, die Charaktere in Mappa sehen den Manga-Charakteren ähnlicher. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde dieses unfassbar depresste, schwarzschraffierte in den Gesichtern, was die ja alle haben, manchmal so ein bisschen, also es stimmt zu der Atmosphäre, drüber, ne? Aber ich finde es ein bisschen zu drüber. Weil du hast wirklich das Gefühl, dass in den Charakteren nicht 1% Lebensfreude drin ist teilweise. Es ist alles sehr... Zu Recht, das stimmt. Es ist ein Kriegsszenario, das ist authentisch. Ich sag da auch nichts gegen. Es ist definitiv die authentischere Animation. Aber ich fand, in Witt haben mir die Charaktere und die Gesichter wesentlich besser gefallen. Es ist einfach eine Geschmack. Also, ich glaube auch, wir hatten da mal vorher drüber geredet und Chris meinte damals, dass es dass jetzt eine 9,5 Mappa ist und eine 10 ist Witt. Und so würde ich das auch sagen. Also, es ist beides ultra gut. Aber ich finde Witt einfach noch mal ein bisschen besser. Glaube ich, nur persönliche Präferenz am Ende. Eigentlich. Wie du vorhin schon sagtest, Sneak, ich finde die Inszenierung in Attack on Titan generell im Anime, deswegen mag ich den Anime auch mehr als den Manga, auch wenn die Story im Manga besser ist und der Anime ein paar Sachen geändert hat. Aber die Inszenierung ist so over the top gut, was es so enjoyable macht, außerdem kenne ich die Story im Manga dass ich den Anime richtig genossen habe. Auch das Ende noch mal mehr, eigentlich alle Szenen noch mal mehr. Weil vorhin nach den Lieblingsmomenten gefragt wurde, klar, du könntest 10 Momente aus dem Return to Shiganshina Arc sagen. Ich bin auch großer Fan der vierten, letzten Season. Mhm. Da gab es auch viele Momente. Fand ich vor allen Dingen das erste Drittel extrem spannend. Ich auf jeden Fall auch. So allein diese Rede zwischen Eren und Rainer in Mali, wo sich quasi das Gespräch umgedreht hat, wo ihm die Hand schüttelt und er nur merkt, er transformiert sich gerade. Boah, das war eine geile Stelle. Das war krank, Alter. Mhm. Oder ein bisschen vorher noch in der zweiten Staffel, das erste Mal, wo Rainer und Berthold sich entlarvt haben lassen, sozusagen. Oh ja. Das war auch mega cool, wo Eren sich dann zurückerinnert, wie sie zusammen Sachen erlebt haben. Und sich dann aber in die Hand beißt. Guck mal, es war doch so, dass Rainer die ganze Zeit so, wie heißt die Krankheit? Diese Vergesslichkeit. Alzheimer. Hat der nicht Alzheimer? Oder war das eine Persönlichkeitsstörung? Nee, es war eine Persönlichkeitsstörung, ne? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der hat einfach einen psychischen Knacks mittlerweile von. Ja, aber das Ding ist, fandet ihr, das kam jetzt im Finale noch mal krass rüber, weil auf einmal hatte ich das Gefühl, das war gar nicht mehr so wirklich präsent. Also, am Anfang so vom. Echt? Okay. Ja, irgendwie schon. Also, vor allem da, als die Stelle, die ich vorhin erwähnte, mit Eren und Rainer, als die geredet haben, hat man richtig gemerkt, wie Rainer noch voll am Arsch ist. Und da hat er sich auch in dem Fight einmal transformiert und lag dann einfach nur noch da, weil er hatte nicht mal mehr Bock zu fighten. Mhm. Und später hat er sich ein bisschen aufgerappelt. Aber man hat, vielleicht lag es auch, wie du sagst, an der Mappa-Animation, aber dieses Depressive war nie weg.
Ja, so visuell nicht, das stimmt. Ja. Wow, also das ist auf jeden Fall, guck mal, das Coole ist bei dem Anime, es ist jetzt abgeschlossen und du hast jetzt einfach ein komplettes Meisterwerk, was du jedem, ja, der nicht Anime feiert oder noch nie in der Materie drin ist, einfach geben kannst und sag, guck dir das an und dann reden wir noch mal drüber so. Für die Leute, die noch nie irgendwie mit into waren und so, die werden natürlich den Podcast jetzt auch nicht hören, aber wenn man so Homies hat, die nichts mit Anime-Manga anfangen können und du gibst den Attack on Titan, ich schwöre dir, die ändern ihre Meinung. Safe. Ich sag's ja, dir, in 20 Jahren oder so gilt Attack on Titan als Klassiker. Oder ja, so. Hab ich auch. Das habe ich schon sehr oft gesagt. Und immer gibt's irgendeinen Spasti, der mir widerspricht. Aber ich sage nein zu euch. Ihr lügt. Ich habe recht. Ja, ist auch so. Das wird also, ein Klassiker sein. Finde, also das ist ganz ehrlich, das ist der, was ganz lange für viele Leute Fullmetal Alchemist Brotherhood war, also ganz lange, ja, ist, ja easy. Ist jetzt Attack on Titan. So, also ich finde sogar noch besser als Fullmetal. Apropos, Fullmetal Alchemist wurde von der 1 wieder gekickt mit Frieren. Oh, das ändert die Fullmetal Fanboys ganz schnell das wieder. Das ist inzwischen auch nur noch so ein Meme. Alle zwei neuen Anime kommt. Immer jedes Fullmetal Alchemist ist gekickt. Oshinoko, jetzt Frieren. Aber Frieren ist wirklich ein guter Anime. Ich kann ihn euch empfehlen. Macht Spaß zu gucken. Ich glaube, vor allen Dingen Fullmetal ist auch einfach richtig, Digga. Das ist schon, ganz ehrlich, ich weiß, es ist ein Meme und es wird da so sehr hoch, blind hochgevotet, aber es ist schon auch zu Recht sehr weit oben. Also es ist ein krasses Werk. Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich. Aber ich finde, diese Ratings sind auf MyAnimeList, auch Anilist sind eigentlich egal, weil man bekommt so oft mit, dass die Fanbases sich quasi so ein Downvote-Fest starten. Erst kürzlich gab es ja diese Kontroverse zwischen One Piece und Attack on Titan Fans, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, wer angefangen hat. Ich glaube sogar, die Attack on Titan Fans haben angefangen, die Gear 5 Folge down zu voten oder so, weil sie genauso hoch war wie eine Attack on Titan Folge. Und dann hat die One Piece Community alle Attack on Titan Folgen runtergevotet und dann sind sie voll runtergerutscht. Wo ich mir denke, das kümmert euch. Das ist so dumm, ganz ehrlich, dieses Massen. Ich weiß nicht, Leute, das erinnert mich an eine Debatte damals zu Pokémon Diamant- und Perlzeiten, ne? Da wurden noch immer so Pokémon, da waren Pokémon noch selten teilweise, da konntest du Pokémon nur durch so ganz besondere Events kriegen. Nee, das war Schwarz-Weiß, und da gab's diese Dream World, wenn ihr euch daran erinnert, wo du so Pokémon verteilt hast, so. Und da gab's so ein paar Pokémon, so 3, 4, die wurden in Deutschland noch nie verteilt. Arceus hat dazu gehört, so, ich glaube, nee, Manaphy nicht. Deoxys, Arceus, ja, ich glaube, es gab ein paar Pokémon, die auf jeden Fall nie verteilt wurden. Arceus, Arceus schon. Ruinen. Ja, aber ich glaube, das Event kam tatsächlich erst nach dieser Traum, weil das hat noch Event-Support gekriegt, als das die. Oh, ich weiß du musst nicht bedenken, genau, Schwarz und Weiß kam erst ein halbes Jahr nach Hardcore Soul Silver. Die waren ganz nah beieinander. Ja. Die hatten ja auch ein eventübergreifendes Ding. War es so, dass da ganz viele. Oder dieses Event-Arceus konntest du nur auf dem Pokéday kriegen für die Shinio-Ruinen oder was das da war. Weil irgendwie Pokéday ist möglich, weil ich war nämlich auf dem Pokéday und ich meine, ich habe das bekommen. Ich war auch nicht auf zwei jeder Pokédays. Konnte das, nicht jeder konnte das easy kriegen. War das auch mal bei euch bei so einem McDonald's-Parkplatz? Ja. Ja, Mann, du konntest das nicht. Ihr kleiner, dicker Gooby, der mit seinem Nintendo DS auch vor der Bühne stand. Ist so. Sein Lieblings-Pokémon mit einer getauscht hat und dann sich die Cheeseburger reingezogen hat, Digga. Das war so geil. Das ist doch viel geiler als jetzt hier online Wi-Fi. Scheiße, Pokémon Day war OG, Alter. Das war goated, so, aber Mann. Du musstest halt auch Leute haben, die mit dir hingehen oder Eltern, weil du warst ja selbst jung. Eine Sache will ich noch sagen. Und zwar, das habe ich mir letztens gedacht, ich würde mit euch gerne so in die Zeit zurückreisen, wo man so 8 war. Und mit euch beiden hätte ich so gerne eine Übernachtungsparty gemacht mit dem DS. Stellt euch mal vor, Jungs, wir würden mit so einer Matratze in einem Zimmer mit DS. Ich würde es jetzt machen. Lass uns das mal machen. So einfach lass so mal echt mit so, machen. Ich will bei irgendwem übernachten. Wir übernachten auf Matratzen mit so einer Switch und zocken irgendein Game, tauschen, spielen gegeneinander. Oh mein das wäre so heftig, oder? Das erste Mal bis 2 Uhr wach bleiben. Oh, Digga, das ist für mich heute auch wieder schlimm. Aber okay, auf jeden Fall. Okay, lass mich kurz meine Geschichte erzählen. Du konntest ein Pokémon voten und ich glaube, Genesect war das vielleicht auch. Irgendwas gab es auf jeden Fall noch nicht in Deutschland. Und dann kurz vor Ende, und das Pokémon, was gewonnen hätte, dieses Votum, wäre halt weltweit per Wi-Fi verteilt worden. Und natürlich wollten die Europäer und alle, die nicht in Japan waren, ein Pokémon haben, das es noch nicht gab. Und ich glaube, Arceus hat am Ende auch gewonnen, tatsächlich. Aber wisst ihr, was Platz 2 war, Digga? Was ganz knapp war? Karpador. Einfach, weil sich ein paar Leute dachten,
Nein, ihr Wichser. Hier, ihr kriegt Carpador in eure Fresse. Wie lustig wäre es, wenn Carpador gewinnt und euer geheimes, krasses so Level 100 Pokémon ist ein Carpador. Das erinnert mich an dieses Naruto Top 99 Voting, wo auf einmal Sakura ja, Platz 3 war oder so. Bro. Also das habe ich auch nicht gecheckt, Digga. Er sagt, ich mache einen One-Shot zu einem Charakter und Leute voten. Voten Naruto? Naruto war auf der 5, Bro! Zu wen habt ihr eigentlich gewotet damals? Der hat seine Story schon bekommen. Ich hab... Warte, wen habe ich gewotet? Man konnte jeden Tag einmal voten. Ich hab auf jeden Fall... Einmal habe ich Sakumo gewotet und einmal habe ich Itachi gewotet. Das war, also ich hab das war auch kein Deut besser, Digga. Was für Itachi? Digga, ich liebe Itachi viel zu sehr. Der hat doch aber schon seinen Schwarzen, oder? Digga, der kann, meinetwegen kann er noch 80, der kann, Digga, ich wünschte, der Manga würde nicht Naruto heißen, sondern, ich finde, aber ich wünschte, der Manga würde nicht Naruto heißen, sondern Itachi. Ich finde aber legit auch, dass Itachi der beste Naruto-Charakter ist. Bro, ja, easy, safe, geh ich mit. Das mag sein, ich. Und ich finde auch, dass Rock Lee der Naruto sein sollte. Oh Gott, der ist goated, Digga, oh mein Gott. Digga, der Typ, der ohne Fähigkeiten zum Hokage wird? Hallo? Ich kann nicht vergessen, wie der Bruder besoffen gegen Kimimaro gekämpft hat. Ja, Mann. Das war Top 3 Naruto-Momente, Bro. Kurama, Sasuke hat ewiges Mangekyo und Rock Lee hat Hands. Er hat einfach Hands. Nein, Rock Lee hat Alkohol, Bro. Und Rock Lee hat uns gezeigt, mit Alkohol wächst du über dich hinaus. Das ist, was jedes Kind auch mit, Bro, was jedes Kind auch mit in sein Leben nehmen sollte, mit einer ordentlichen Portion Sake kannst du alles erreichen. Ja, nee, die Folge war es, ja, Leute. Aber das, man muss auch, anerkennen, der Dub in dieser Folge, wo Rock Lee besoffen war, war auch Peak einfach. Du Heckenpenner! Ja, genau. Du Heckenpenner! Ey, aber generell deutscher Dub, damals Dragon Ball Z, Digga, ich kann nicht vergessen, wie Goku Ups Mutter beleidigt, Digga, und seinen Vater und alles in der letzten Folge. Aber deine Mutter ist eine Schlampe! Junge, Vegeta hat Dodoria im Namek-Arc mein rosa Bumsköpfchen genannt. Ach du Scheiße. Digga, die hatten aber auch einfach den Spaß ihres Lebens. Ich sag's so, voll geil. Ich hab vorgestern, einer der ersten Detektiv-Conan-Folgen nochmal geschaut und da sagt Kogoro zu Conan auch Missgeburt. Bro, warum guckst du eigentlich immer irgendwelche Sachen nochmal, die du irgendwann mal gesehen hast, um sie noch... Digga, kannst du nicht mal was Sinnvolles mit deiner Zeit anstellen? Darf ich nicht. Nein, ich vermiete das. Hast du auch 20th Century Boys gelesen? Auch zeitverschwendet. Jetzt reicht's! Junge. Jetzt also ist gefeuert. Spaß, 20th Century Boys ist keine Zeitverschwendung. Man muss das lesen, um zu checken, dass Billy Bat besser ist. Widersprich mir nicht, Kevin. So wie übrigens gefühlt 99% aller Manga auf der Welt. Ja. So. Das, einfach um das mal zu sagen. Ja, Leute. Ja, Leute. Warum sagen wir das Gleiche? Weil wir das schon so gewohnt sind von unserer Synergie der letzten Folgen, dass wir damit die peinliche Stille brechen. Ich würde tatsächlich gerne mit euch über einen Anime reden, der jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, und zwar Scott Pilgrim. Oh ja, stimmt. Geil. Und zwar gehen wir erstmal rein in dieses gesamte Franchise. Scott Pilgrim ist ja nichts Neues. Scott Pilgrim basiert auf Comics. Ich glaube, in 8 Bänden abgeschlossen, wenn ich mich nicht... Sechs Bände abgeschlossen. Hat ein Videospiel und eine Realverfilmung. Alles, was jetzt noch gefehlt hat, war eine TV-Serie. Und die ist jetzt auch da. Und warum diese TV-Serie die perfekte Umsetzung ist, versuche ich euch gleich mal anhand von mehreren Beispielen deutlich zu machen. Erstens... Das klingt, als hättest du so eine PowerPoint vorbereitet. Erste Seite. Also... Habt ihr alle die Realverfilmung geschaut damals? Ja. Nein, hab ich nicht. Erstmal möchte ich einen Shoutout. Kennst du die überhaupt? Kennst du die überhaupt, Lazar, oder hast du die nur damals nicht geschaut? Oder hast du die generell nie geschaut? Ich hab wenig mit Scott Pilgrim früher zu tun gehabt. Ich hab's ein bisschen gesehen. Aber ich hab den Anime geschaut neulich. Erst möchte ich an allererster Stelle einen Shoutout an jemanden raushauen, den ihr alle nicht kennen werdet. Und vielleicht hört sie auch diesen Podcast nicht. Aber Taina, wenn du diesen Podcast hörst, deinetwegen bin ich damals auf Scott Pilgrim gekommen. Ich verbinde immer noch Scott Pilgrim mit dir. Sie hieß einfach Taina Tabea Tees, Digga. Was ist das für ein crazy Name? Triple T. Digga, Taina ist die beste, Mann. Safe. Und wirklich. Taina hat mir, sie sah einfach aus wie Ramona Flowers. Und ich glaube auch, dass Ramona Flowers durch diese Verfilmung, durch Scott Pilgrim, so viel, was den Stil und dieses Haare färben und diesen Lifestyle von Girls, einfach diesen gesamten Lifestyle geprägt hat.
Das siehst du auch daran, dass ab diesem Zeitpunkt super viele angefangen haben, dieses ganze LGBTQ-Ding mehr zu fühlen und zu auszuleben, sich die Haare zu dyen. Und das war so ein bisschen so dieses Tumblr-Twitter-Ding, was aber Jungs wie mich also richtig cool finden. So dieses Verletzliche, dieses bisschen emotionale, bisschen emo-herrhaftige, aber Ramona Flowers war so ein richtiges Ding für die Girls damals, würde ich sagen. Und für mich als Crush auch. I don't know, ich habe das auf jeden Fall so als so eine Epoche wahrgenommen, die so ein bisschen die Leute verändert hat. Und was coole an diesem Film war damals, dass der Regisseur Edgar Wright einer meiner Lieblingsregisseure war. Ich weiß nicht, ob ihr Shaun of the Dead geguckt habt. Ja. Nein. Super witzige Filme, Hot Fuzz, The World's End. Nichts? Okay. Kranke Filme. Nee. Auf jeden Fall, dieser Regisseur hat sich diesen Film damals angenommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo Scott Pilgrim die Verfilmung rauskam, gab es noch nicht mal alle Bände. Denn jeder sagt, dass dieser Film richtig geil nah an diesen Comics ist. Aber eigentlich ist nur bis zum zweiten Ex-Freund alles 1:1 adaptiert worden und danach war es frei. Und das war voll krass, weil es trotzdem voll authentisch wirkte. Und dieses Videospiel zusammen mit diesem Manga-mäßigen und diesem Comic-mäßigen in Verbindung gebracht wurde. Und das sieht man, finde ich, bei der jetzigen Verfilmung auch. Also, ich finde, dieses Franchise war bis jetzt schon immer sick. Und das Coole ist, durch diese jetzige Serie hat man eine 1:1-Adaption aus den Comics, die so gut läuft, also die wirklich so perfekt ist, Alter. Keine Ahnung. Wie habt ihr es wahrgenommen? Also, erstens fand ich es super geil, wie du schon sagst. Also, ich hab's auch noch nicht durch, ich habe erst 4 Episoden geschaut, ne? Aber diese Einblender, diese 16-Bit-Einblender, ne? Bro, ich habe viel zu viele Jobs. Und ich kann sie nicht, ich kann keinen davon erfüllen. Also, und Anime schauen ist das Schlimmste der Welt, wirklich. Ey, dass ich bis Folge 4 gekommen bin, ist krank. Also, diese 16-Bit-Einblender, die erinnern mich immer an diese SNES-Ära. Also, wenn wir irgendwann diese JoJo-Folge aufnehmen können, wo Oro Part 6 geguckt hat, Alter, dann. Ist so. Digga, dann seid. Ich packe einen Kuchen für die Folge. Boah, Real Talk? Ich backe einen Kuchen. Backst du so einen Kuchen, wie du Pizza gebacken hast, als ich bei mir war? Halt die Fresse. Okay, boah, da hätte ich gern Kontext. Er war da, wir haben Pizza gebacken und meine sah legit aus wie ein Schwanz. Ich weiß nicht, wie sich eine runde Pizza in den Penis verformen kann, aber es wurde so. Er hat legit Fertigteig gekauft. Er hatte die Form des Blechs. Und er hat es trotzdem hingekriegt, einen Penis draus zu machen am Ende, Bro. Also das ist, ich glaube, das meinte er auch vorhin mit LGBTQ-Aura durch Scott Pilgrim. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, zu dieser Tumblr-Sache. Bro, du weißt nicht, was mir vor 2 Tagen passiert ist. Ich habe meinen alten Tumblr-Account wiederentdeckt, den ich natürlich nicht leaken werde. Aber wenn du in so einem alten Tumblr-Account rumscrollst, der so 10 Jahre alt ist, das ist, als würdest du in deinem Tagebuch lesen und du denkst dir so, Digga, ist das crazy. Wie konnte man damals eigentlich Tumblr einfach normal benutzen und da legit so Sachen raufschreiben wie, gerade wollte ich mich noch umbringen, jetzt bin ich horny. Nein, aber das ist ja der Konsens von Tumblr. Okay. Was hat man sonst damit gemacht? Ich hab's halt nie benutzt, immer ich hab in meinem Leben noch nie Tumblr gehabt. Oh, Tumblr war legit. Ich will mich umbringen, ich bin horny. Das ist Tumblr, Digga. Wenn, so, Bro. Klingt sad. Ja, es hat einen Vibe. Kommt. Gut. Gut. Zu Scott Pilgrim. Ich feiere den Soundtrack. Ich fand, bin mir nicht sicher, aber ich habe das bis jetzt, glaube ich, dass jede Folge ein anderes Ending-Theme hatte. Also Ending-Lied, Outro kann das sein. Oder hatten die alle das Gleiche? Nee, ich glaube, das hatte immer das Gleiche. Es war immer ein anderes, was ich sehr appreciate. Was halt cool ist, am Anfang jeder Folge dyed sich Ramona Flowers ihre Haare. Und das finde ich sehr cool. Jede Folge eine andere Haarfarbe gibt den Ganzen nochmal so einen richtigen Touch, Alter. Ich fand das krass, wie sie es geschafft haben, diesen Comic-Look zu nehmen von diesem Chibi. Also das sieht ja so ein bisschen aus wie, ihr kennt ja diese Gorillaz-Musikvideos. Right, so es hat mich auch richtig an die alten Gorillaz-Musikvideos so. Ja, genau. Clint und ich finde das geil, wie die das schaffen und trotzdem schaffen die es irgendwie so, keine Ahnung, so sexuelle Spannung auch teilweise rüberzubringen in der ersten Folge oder in dieser dritten Folge oder so, wo die eine dann mit der anderen rumknuschen, da ist dann dieser Hentai-mäßige Spuckefaden dazwischen und denkst so, Digga, ich guck mir gerade Chibis an, was ist das für ein, das ist einfach weird. Ich finde, also, das ist einfach ein ganz cool, besonderer Animationsstil. Du hast das so von allen coolen Sachen alles genommen und das in den Topf geworfen, Alter, das ist so insane. Ja. So, der Stil hat es, also ich kannte ja Scott Pilgrim nicht wirklich vorher, also ich habe nichts wirklich davor gesehen. Ich wusste nur, dass es das gibt. Und dann habe ich den Anime geschaut
Und für mich, als jemand, der keine Erfahrung damit hat, waren viele Elemente sehr überraschend. Also, ich wusste zum Beispiel nicht, dass so ein kindlicher Stil so viele erwachsene Elemente beinhaltet. Ja. Sei es die Sprache, sei es die Darstellung, wie Kevin schon sagt, wie sich zwei Personen küssen oder so. Die reden von Sex, die reden von, keine Ahnung, Fremdgehen oder so. Die Protagonistin hatte irgendwie 7, 8 Freunde, wo ich mir denke, ho face. Diese Folge, ich werde diese Folge nennen, das ist die gottloseste Folge. Ey, mein also, Gott! Manche von denen hat die halt einen Tag gedatet, Lazar. Bro, also das mit bei dem das wusste ich fünf. Erst danach. Bro, das wusste, ey, du kannst mir aber nicht... Bro. Die hat zwei Brüder gleichzeitig gedatet, um den eins auszuwischen. Also jetzt, come on. Die Bro, Zwillinge. Also legit, ich find's sie gut. Sie hätte Scott in der ersten Folge fast gebumst. Er hat gesagt, ich bin nicht bereit. True. Das war aber wirklich krass. Also, die hätte den halt wirklich flachgelegt. Und dann hat sie noch so zurückgerudert und so auf Erwachsenen getan, so mäßig. Ja, aber ist es wirklich besser, wenn ich dich einfach mal in Ruhe lasse. Aber vielleicht komme ich drauf zurück. Ehrlich, ganz später. Ehrlich, ihr tut jetzt so auf den, aber ihr hättet beide reingesetzt. Nein, ich tue jetzt auf den, aber ich wäre in dem Moment, hätte ich mir so eine Ramona Flowers wirklich gewünscht neben mir. Ja, voll. Die ist doch voll lieb. Ich mag Girls wie Ramona Flowers. Ramona Flower Girls, schreibt mich einfach mal an. Ich sag, Ramona Flowers hat Tumblr immer noch. Peak Podcast, ja, a.k.a. Dating-Portal. Für Nick. Wollen wir mal eine Dating-Folge machen, Digga, für unsere Zuhörer? Oh, mein Gott, du wirst jetzt so viel DMs kriegen von irgendwelchen Weibern, die denken, sie sind Ramona Flowers, Digga. Ich denke, es werden einfach irgendwelche Typen schreiben, sich Ramona Flowers nennen und sagen, hallo. Das mache ich. Direkt nach der Folge werde ich mir ein Profil erstellen. Ich nenne mich OU Flowers. Photoshop ich mir ihre. Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, wie so eine kleine Wee Bee zu einer Flower fliegt und die bestäuben will. Digga, wir werden so gecancelt schon wieder, Mann. Ach, das Ding ist vor allem so Teil deiner Business. Bro, guck mal, früher war das so, da hab immer nur ich die DMs kriegen mit, ich finde, was du da gesagt hast in Folge 20 bei Minute 37, 28 war echt bedenklich. Und dann hab ich so gesagt, ja, du hast recht, ich überdenke mein Verhalten. Jetzt bin ich hier mit euch beiden versagt, Digga. Hast du wirklich solche DMs bekommen? Ja. Mann, die sollen mal den Stock aus dem Arsch nehmen, Alter. Aber hey, du Scheiße. Lass mich meinen Gedanken von vorhin zu Ende bringen. Ich fand auf jeden Fall auch den Soundtrack mega geil. Er hat voll zum Werk gepasst. Er hat mich so ein bisschen an Cyberpunk Edgerunners erinnert, dann stellenweise. Gemixt mit so Gaming-Sounds. Ja. Und man hat ja gemerkt, die Scott Pilgrim Produzenten, Mangaka, Entwickler, Animator, ich weiß nicht, könnt ihr mich gerne hier erleuchten, sind große Gaming-Fans. Also da waren ja unzählige Gaming-Referenzen. Allein ja, in der ersten sogar Folge, richtig die, alte Dinger. Richtig wo keiner Dinger. Die Reference checkt, der über 30 ist. Also, und Oro checkt die auch nicht. Habt ihr paar... Weil er die Folge nicht geguckt hat. Das wollte ich fragen. Was sind so eure Lieblingsreferenzen, so, die ihr gecheckt habt? Ich kann gerne anfangen. Also ja, in der ersten Folge, Scott vermeintlich halt den Kampf verloren und gestorben ist gegen Matthew Patel. Da gab's den Mega Man Sound, wie er stirbt und diese Bläschen. Das habe ich das direkt gesehen. Ich bin riesen Die Hard Mega Man Fan, das habe ich direkt gesehen. Und ich fand's hast auch du, mega hast cool. Hast du alle Teile durchgespielt? Fast alle. Also mit Classic Reihe, X Reihe, Zero Reihe, Digga. Wo hast du den ersten gespielt, weil der ist richtig schlimm, dieser Endbosskampf, Digga. Das ist Yellow das Devil, ist, meinst du? Hör mir auf. Ja, das ist schrecklich, Digga. Reden in der Gaming Folge drüber. Wie wir immer Folgen ankündigen, die dann nie kommen. Ja, hey, wann kommt eigentlich Attack on Titan Folge? Die ist doch gerade, ist doch die. Ach komm, Digga, das wird dem Werk nicht gerecht. Das ist dieselbe Folge, wo ja, Oma seine Oma okay. als Opfer beleidigt und wo ich wohl Horst bin. Also, nur mal dafür. und Lazar hat ein unschuldiges Mädchen Hure genannt. Hey, das ist eine Folge über Scott Pilgrim macht. Also zuerst einmal Ramona Flowers, so eine kleine. Digga, das ist so, ich schwöre, diese Folge ist der Horror. Das ist der Horror. Meine zweite Referenz, die ich sehr genossen habe, ist, dass Scott großer Sonic-Fan ist. Und das habe ich auch sehr gefeiert. True. Auch, das ich auch jetzt sagen. Kann ich das eine Referenz nicht nennen, weil Kevin seinen Job nicht gemacht hat und den Anime nicht zu Ende geschaut hat. Aber da am Ende kommt noch eine geile Sonic-Referenz. Doch, zur Hälfte. Ich habe 4 Folgen geschaut. Ja, aber die späteren Folgen sind länger als die wow, ersten 4. Wow, you're telling me that for the first time. I never... Halt deine Klappe. Ja, okay. Und meine dritte Lieblingsreferenz war,
Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wer das gemacht hat. War das? Irgendwer hat so eine Tür geöffnet, wo so ein Steuerkreuz drauf war. Und da hat er einfach den Input für Shoryuken gemacht, für einen Reversal aus Street Fighter. So rechts, runter, rechts. Und das war sehr cool. Mhm. Das habe ich gefeiert. Es war auch immer sehr cool, wenn die gefightet haben und so Gegner zerstört haben und dann so Coins geflogen sind, wie in einem Videospiel. Und dann hast du so die Coins unten in der den Coin-Counter gesehen und sowas. Also da war so viel. Dann sammeln die so auf und dann kommst du über den Kopf. Voll, also das war einfach ein perfekter Mix aus allen Sachen. Ich mag den Humor, der gemixt ist mit einer richtig geilen Action. Und ich finde, diese Story macht und die Charaktere machen Bock. Findest du auch, Lazar, weil du bist ja auch ein großer Odd-Taxi-Fan, dass der Anime so ein bisschen Odd-Taxi-Feeling hat? Ja, hat er voll. Ich verstehe genau, was du hast sogar vom Stil. Genau, es ist voll so dieser Stil und das liebe ich. Also ich liebe so eine, gib mir so 8 bis 13 Folgen und mach eine coole Gesamtstory, gib mir geile Side-Charaktere, die genauso interessant wird wie der Main-Char und dann hast du's. Und das war für mich Scott Pilgrim. Also es ist sowohl so ein bisschen nicht disconnected, aber so episodisch leicht, aber dennoch der rote Faden, der sich durch die Story zieht, der am Ende auch aufgelöst wird. Muss auch sagen, an der Stelle, ich war sehr überrascht, ich wusste das nämlich nicht, der Anime heißt Scott Pilgrim und der Charakter, der Main-Character, er verschwindet einfach in der ersten Folge und kommt erst ein Endspiel zurück. Ja. So, er ist gar nicht der Fokus der Story. Es geht eigentlich eher um Ramona Flowers und auch nicht, es geht eigentlich eher um diese Ex-Freunde und es geht auch ein bisschen um diesen Film, dieses Skript, was da auf einmal geschrieben wurde, weißt du, so ist es. Aber das zeugt davon, dass der Cast sehr variabel und gut ist. So, nicht nur der Main-Character trägt die Story, sondern der gesamte Cast. Ich habe mich sehr identifizieren können mit dem Veganer. Der Veganer, der Superkräfte kriegt, weil er Veganer ist. Dachte ich mir schon, ja. Mit wem denn sonst? Mit wem denn sonst? Der Veganer. Aber wird der nicht hart gay? Ich weiß nicht, ist das Teil deiner Identifikation? Nein, das ist nicht Teil meiner Identifikation. Also es war schon ein großer Fokus dieses Charakters. Ja, auch, aber er hat auch manchmal so Grünzeug gegessen, weißt du? Ja, true. Das kam auch vor. Dass er irgendwann gelassen hat, weil er verlassen wurde. Damit kannst du nicht identifizieren, dass er manchmal so Grünzeug gegessen hat. Er hat auch manchmal so Grünzeug gegessen. Na gut, schön, dass Oro tatsächlich nichts dazu beitragen kann. er kann was dazu beitragen. Und zwar, Leute, hat Oro eben vor der Podcastaufnahme einen Freestyle auf einen Beat von Scott Pilgrim rausgehauen. Und den zeigt er euch jetzt mal. Oh, let's go. Okay. Ich hab ihn gar nicht gehört. Let's go. Ja, der Cutter muss ihn reinschneiden. Ich mach den jetzt. Okay, warte, dann viben wir ein bisschen zu, als wir ihn hören. Okay. Leute fucken lock, weil sie den Boy backboard, aber niemals in meinem Leben wäre ich euch gejoint. Wenn du fragst, warum ich wiederkomme mit neuem Zeug, weil der Sound so ist wie Zuko, er ist Feuer, Boys. Okay. Also, das Lustigste wäre, wenn ich jetzt einfach vergesse, das ihm zu sagen und wir haben einfach nur zu Mute geweint. Und einfach nur so nix, Digga. Ich dachte mir, Leute, Scott Pilgrim ist echt gut und wir haben über alles gut geredet. Und wir sind jetzt bei einer Stunde, wollt ihr noch ein paar Fragen beantworten? Jo. Oh ja, let's go. Hab Bock. Wieso hat diese Folge sich gerade angefühlt wie 10 Minuten tatsächlich? So. Weil wir den Spaß unseres Lebens haben. Und das werden wir noch genau bis Sonntag um 18 Uhr haben. Weil ab 18.10 Uhr werden wir gecancelt werden. Und dann ist unsere Karriere vorbei. Ey, wir hatten eine Woche Spaß. Für mich ist das okay. Geil. Ist so, die ersten 20 Minuten dieser Folge haben sich wie 2 Minuten angefühlt. Aber es waren die gottlosesten von ganz Peak und Reapstar. Digga, also das gottlosesten 10 Minuten in ganz einem Manga. Das gottlos ist, als Eclipse. Für alle, die dieses niedrige Niveau gewohnt waren, die haben auch gemerkt, dass Peak sich da nicht weitgehend verändert hat seit Weepstar. Also halt einer hat echt kommentiert, dass es mit mir weniger gottlos wird, Alter. Ja, also was für eine arme Seele, Digga. The Pop. Was war das? Leute, bitte guckt auf YouTube. Geht jetzt auf die YouTube-Folge. Was ist mit dem? Ihr könnt es auf Spotify nicht checken. Junge, hast du dein Mikro getroffen? Ist alles okay? Alles heil? Es ist alles das. Junge, Nick. Ich hab's nicht mal gecheckt. Noch dieses Toilettenpapier. Es kann so weit sein.
Junge, also für alle, die auf Spotify sind, Nick hat gerade literally Aquaknall reingesetzt. Ich weiß nicht mal warum. The Pop. Ich konnte nicht mehr. Wieso hab ich den Moment getrunken? Boah, das sah so lustig aus. Oh mein Gott. Was? Oh, Scheiße. Oh Mann. Oh, ich kotz gleich. Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich kann nicht mehr. Bitte, Kevin, lies diese Frage vor. Diese scheiß Frage vor und sag noch nicht nochmal, von wem der ist. Bitte. Junge. Was haltet ihr von... Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Leute. Jedes Mal sterbe ich fast mit euch. Was haltet ihr von VTubern? Von VTubern wie Lotta? Und dann hat sie noch ein paar Namen aufgezählt, die kenne ich alle nicht, aber ich würde sagen Unge. Okay, Spaß beiseite. Ich halt von YouTubern genau eines. Und zwar Abstand. Also im Ernst, Kevin hat diese Frage nur Digga, vorgelesen, um sorry, diesen Witz zu droppen. Keine ernsten Fragen mehr beantworten. Ja, was soll man davon halten? Keine Ahnung. Also Mann. Ich persönlich find's ganz normal, würde ich sagen. Also jeder so, wenn er sich nicht zeigen möchte, dann ist es doch eine perfekte Zwischenlösung, um trotzdem noch einen Charakter zu haben. Und wir sind ja auch zum Beispiel bei Lotta, die ich persönlich sehr cool finde und die nice Instagram-Content und TikTok-Content macht, dass es funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man eine nice Stimme dazu hat, weil die Stimme steht ja im Vordergrund. Aber ist es ein Muss? Auf keinen Fall. Toleriere ich das bei jedem, der das Bock hat drauf, auf jeden Fall. So. Ich hab ich war heute bei ihm live im Stream, also das Haku an dieser Stelle schaut. Seht ihr, wie ich mir mein Handy an die Stirn geknallt hab, Digga? Das ist richtig rot hier gerade einfach. Also es ist wieder mal. Digga, ich hab nur den Namen vorgelesen. Du hast auf einmal vorgespuckt. Diese Person wird sich jetzt so schämen, wenn sie diese Folge hört. Du bist so ein Bastard, Nick. Also, der arme The Pop. Aber ich habe eine Lektion gelernt. Eine Fan- nie essen und trinken während einer Folge. Bitte nicht, nee. Kommt mal eine Fan-Episode, wo man reincallen kann. Ja, eigentlich doch. Coole Idee, aber wirklich, weil ich finde das gottlos, weil die werden uns trollen und dann müssen wir alles rauscutten, Digga. Nee, die werden uns nicht trollen, weil die kriegen ja einen Permaband dann. Ist denen doch egal. Mir nicht. Meinst du, das ist wieder dieses Kevin vertraut niemandem Ding? Ich fände das mal wirklich cool, weil ich würde gerne mal eine Zuschauer-Fragerunde machen. Ihr Zuschauer, die haben ja so eine Minute Go-mäßig kurz Zeit, ihren Lieblingswerk oder ihren Lieblingsmanga kurz drüber zu reden. Oder wir machen eine Hot-Tag schon mit Zuschauern und wir laden die Zuschauer ein, die geben den größten Hot-Tag, den sie anime-manga-technisch haben und wir nehmen dazu Stellung. Auch geile Sache. Ist eine Idee. Ja. Ich finde, das Problem bei sowas ist, ich finde Hot-Tags sind echt arschlangweilig geworden, weil jeder immer den anderen nur noch überbieten will und den absurdesten Hot-Tag sagt, dass es wirklich seine Meinung ist. Gute das geht mir voll auf den Sack, Digga. Wie zum Beispiel aber unsere Zuschauer haben ja keine guten Hot-Tags. Ach, Mann, Lasa! Okay, ich hoffe wirklich auf. Wie viel Zeit steckt ihr am Tag ins Manga-Lesen? Ich lese am Tag meistens so 3 normale Bände. Also bei mir variiert es so krank. Ich lese manchmal 2 Wochen nichts, dann eine Woche jeden Tag 5 Bände. Same. Ich glaube, das... Ich habe keine Kontinuität da drin. Wenn ich einen Durchschnitt nehmen würde, wäre es vielleicht ein halber Band pro Tag. I guess. Ich hätte jetzt keine Namen von Leuten mehr vor, deswegen. Lies doch den Namen. Einfach nur Baum fragt, welches Anime-Duo findet ihr am besten? Duo heißt das jetzt, die müssen Homies sein oder können es auch Feinde sein? Ich hätte sofort gesagt Gon und Killua. Ich habe auch an Gon und Killua gedacht. Aber lass mich nachdenken. Die beiden Stand-User aus JoJo Part 5, wo der eine der High ist und der andere diese Zunge manipulieren kann. Uff. Boah, nee, aus Part 3, diese Whole Horse und der kleine Comic-Bruder. Ja, ja, ja. Whole Horse und die Mutter von Josuke. Aber da wir von JoJo schon reden, ich muss das einwerfen, es sind Johnny und Gyro. Die sind ein krankes Duo. Okay, da komme ich ja noch zu. Also, da kommt ihr noch zu. Und ihr werdet es verstehen. Ich finde sie auch besser als Gon und Killua. Okay, krass. Geil. Da bin ich sehr gespannt.
Hat jemand von euch Battle Angel Alita gelesen oder auf dem Radar? Ich habe es tatsächlich letzte Woche komplett gekauft und ich werde es zunächst lesen. Aber ich habe es nicht gelesen, aber ich habe festgestellt, der Main Character ist geil. Ich habe den Film geguckt. Geil optisch oder geil von der Lore her? Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe festgestellt, der Main Character ist geil. Kann ja sein, dass du gehört hast, dass er eine krasse Backstory hat oder so. Hat er? Weiß ich nicht. Gewiss. Aber offensichtlich weißt du es nicht. Also, Heiliger Bimbam kann in der neuen Folge bitte über den neuen Band von Homunculus geredet haben. Was für einen gottlosen Trip fährt Nakoshi mittlerweile? Was für ein Fiebertraum. Über Homunculus würde ich tatsächlich sehr gerne erst reden, wenn der ganze Band durch ist. Weil ich finde, Homunculus hat schon eine eigene Folge verdient. Ja, in dem Band gab es viel Sperma, ich habe nichts verstanden. Ich glaube, du bist da nicht alleine mit dem Nicht-Verstehen. Also, das ist sehr konfus und sehr spermalastig, ja. Ich könnte drüber reden, was ich richtig aber weird der Mann fand, hat mich wirklich mal inspiriert, selbst mal zu probieren. Ich dachte, du sagst gleich was ganz anderes. Noch anders als das? Hä, dachtest du, er sagt, der Mann hat mich inspiriert, selbst mal Mädel in ein Auto zu zerren und Nee, weil du vorhin gemeint hast, der Band beinhaltet sehr viel eine gewisse Substanz. Ich glaube, ich dachte, Sperma? Ja. Aber das hat er doch gerade gesagt, er will sein eigenes Sperma probieren. Ach so. Hat er gesagt? Nein, nein, nein. Ja, Bro, das hat er legit gesagt. War nur ein Joke, als ich gesagt habe. Er sagt das und du. Ach so, ich dachte, du sagst das. Joke gemacht. Ich hab's nicht gecheckt. Oh, ja, dann. Was ich viel ekliger fand, war diese Blutgeschichte, Digga. Ja. Also, das war sehr seltsam, ja. Digga. Oh, es ist mein Blut, gib's mir zurück. Digga, okay, behalt halt dein Blut, Digga. Was ist nur los mit dir? Ganz ehrlich, Kokorok. Das kann nicht sein. Kubi Fortnite, Gabi Fortnite, Mario oder Weeby. Ich bin für Weeby, das gefällt mir am besten. Ich finde Weeby auch am besten. Ich auch tatsächlich. Gut. Ja, noch besser finde ich einen Nick. Nee, finde ich scheiße. Würde ich niemals sagen. Digga, richtige Opfername. Wie viel positive Spotify-Bewertungen, damit du deinen Main-YouTube-Kanal von Nick Beats in Weeby. Oh, lass den Arm doch in Ruhe, Mann. Hör so auf. Geisteskrank. Ist so, Mann. Der Typ hat wirklich einen Schaden. Wenn Peak irgendwann Reichweite, technisch und finanziell und alles, Nick Beats überholt hat ums Doppelte, würdest du es dann machen? Okay. Okay, geil. Perfekt, Junge. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Welchen Weg würdet ihr in One Piece gehen? Marine, Pirat, was auch immer. Revolutionsarmee. Geiler Take, hätte ich auch gesagt, tatsächlich. Weil Dragon ist bestimmt goated als Ich hab mir an Koala gedacht, aber ja, Dragon auch. Ja. Was würdest du machen, Weeby? Es gab da doch diese Truppe, die denen geholfen haben, nach Skypiea hochzukommen, bei diesem Haus. Da würde ich einfach chillen. Okay. Was ein Take. Bro, will chillen. Ja, aber Bro, dann chillst du da einfach und auf einmal fällt Kaido vor dem Himmel. Und du denkst dir so, ist doch Himmelsinsel. Dann werde ich da als oben. Zombie wieder geboren und lebe dann auf Füllerbark. Bro, ich würde sagen, geh einfach in irgendeinen East Blue, irgendeine random ass Insel, wo du in Ruhe gelassen und einfach chillen, oder? Einfach chillen. Ja, Mann. Ja. Bin auch One Piece richtig würdet geil ihr? Zum Chillen. Ja. Ja, ist auch absolut. Ja. Klar. One Piece. Jeder ist nett. Okay, hast du noch eine Frage oder wollen wir unsere Empfehlung raushauen für heute? Nee, ich suche jetzt gerade noch eine schöne Frage. Mhm. Ja, such mal eine schöne Abschlussfrage. Aber eine richtig schöne Abschlussfrage, finde ich, ist nämlich folgende Junge. Leg halt los. Ja, warte mal. Welchen. Nee, die ist scheiße. Boah, nee. Oh Mann. Lass uns rein. Warte, nee, das ist jetzt wie so ein Cockblock. Das ist ja, so, ist doch. Man liest doch irgendeine Frage vor. Wir müssen jetzt. Lieblings-Hentai, ich sag Bible Black, der ist einfach goated, Digga. Also Bible Black ist zwar alt, aber wenn ihr mal geguckt habt, der ist wirklich, wirklich gut. Dann noch eine Fortsetzung mit diesem. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Digga. Das Spiel auf jeden Fall vorher ist ein Prequel. Und dann hat er noch, Digga, Bible Black ist einfach gut. Das ist der OG. Das ist das Dragon Ball unter den Hentais. So, was ist euer Take? Ist Interspecies Reviewers ist kein Hentai, oder? Ich glaube, es ist ein Edgy, aber ich bin mir nicht sicher. Ich finde den, der würde ich auch nicht mit Hentai heißt ja auf Deutsch pervers und ich würde ihn gar nicht mit pervers beschmutzen wollen. Interspecies Reviewers ist Kulturgut.
Das kann nicht wahr sein, ich werde das einfach nicht und, loslegen. Und ich würde sagen, beim Hentai, ich habe da actually gar keinen Liebling, so. Hm. Krass, bin schon enttäuscht jetzt. Hauptsache kommentier mit wem rede ich jetzt über Hentais, aber jetzt hast du nicht meinen Lieblingstake, also. Oh, das ist true. Okay, dann sage ich diesen, wo sie am Strand den Ausflug an den Strand machen und diese Jungs keine Latte bekommen dürfen an diesem Nude Beach. Und da gibt's dann so ein Zelt und da müssen die rein und die Schülerinnen helfen denen, die Latte runterzubekommen, damit sie wieder draußen stehen können. Und es endet einfach darin, dass jeder an diesem Strand eine Orgie macht am Ende, mit der Lehrerin auch. Schreibt in die Kommentare, wie er heißt. Lazar? Ich werde jetzt nicht so tun, als hätte ich nie einen gesehen, okay? Gut. Aber das ist schon mal sehr aufrichtig von dir, finde ich. Sehr nett, ja. Korrekt von dir. Aber ich glaube, den ich am öftesten gesehen habe, war Overflow. Den kenne ich gar nicht. Worum geht's denn da? Beschreib mal kurz die Lore. Beschreib doch mal die Lore. Mach doch mal Zusammenfassung. Ich sag dir auch, worum es mit Bible Black geht. Da geht um eine schwarze Bibel. Bist du nicht eigentlich Christ? Nee. Ach, ist das der Atze, der zwei Girls hat? Boah, die eine ist geil. Boah, weh, du sagst falsche. Die warte, rothaarige. Auch? Ah, Mann, ist die falsche, Mann, die andere ist besser. Cotone. Overflow ist nice, oh, da wirst du Spaß haben. Doch, die schwarze ist auch, die schwarzhaarige ist auch nice. Oh, doch, den kennt man eh. Den kennt doch wo jeder, die zusammen planschen kennt. Sind, ja klar. Digga, aber die, oh nein, eigentlich ist die ist das nicht eher, ja, boah, schwierig, die schwarzhaarige ist. Oh, er hat eine gute Auswahl getroffen. Hm. Sind das nicht auch wieder seine Schwestern und sowas? Na egal. Nein. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die beiden Damen Schwestern sind, aber die sind nicht mit ihm verwandt. Okay. Na, mein Gott. Es ist ziemlich Vanilla eigentlich, so. Also, bitte komm zu den Empfehlungen der Woche. Ja, ich kann nicht anfangen. Und zwar, es kam ein Anime raus, diese Season, von dem wir den Manga gelesen haben, Kevin, der sehr gut ist. Weißt du welcher? Wir haben den Manga gelesen. Ja. Und der Anime kam diese Season raus. Richtig. Pluto? Nein, ich meine nicht Pluto. Under Ninja? Den habe ich nicht gelesen. Weiß gar nicht, warum ich immer Ratespiele mache. Ich kann es auch einfach sagen. Ich rede von Die Tagebücher der Apothekerin. Der Anime ist jetzt da. Ah, ja. Hast du das nicht schon letzte Folge empfohlen? Nein, da habe ich Jojo empfohlen. Ah, ja. Die Tagebücher der Apothekerin, ein Manga, jetzt ein Anime auch, wo es um ein Mädel geht, was entführt und an den Kaiserhof in China verkauft wird. Dort arbeitet sie als Zofe. Ist aber eigentlich so voll schlau und kennt sich aus mit Arzneien und Giften und löst dort Mysterien und Intrigen. Und es ist sehr cool. Es ist leicht episodisch gestaltet, aber wenn man auf so einen Vibe steht, hat man sehr viel Spaß damit. Ich finde die Charaktere cool. Der Anime hat gerade jetzt 7 oder 8 Folgen zum Standpunkt dieser Aufnahme. Und ich finde es sehr empfehlenswert. Also die Animation ist auch mega gut, wirklich. Hot Take, sie ist vielleicht sogar besser als bei JJK. Der Take ist geil. Nice. Also ähnliches Niveau. Wirklich toller Anime. Gut. Schau dir an. Ist auch mal was anderes, weißt du? Der Manga ist auch top, by the way. Ja. Ich empfehle euch was. Und zwar. Ich wusste es gerade noch, Digga. Ich hab's einfach verloren. Gubi, mach du mal zuerst. Ich empfehle dir einmal. Ah, ich hab's wieder. Der Typ ist einfach der Grund, warum ich jeden Tag auf Klo gehe. Okay, dank gern geschehen, Bro. Das fühle ich aber. Ich rufe auch ab und zu Leute an, wenn ich aufs Klo gehe. Nein! Leute, lest, wenn ihr Bock habt auf so Manga-Geschichte und ein bisschen alte Menschen seid, Icarus von Taniguchi, zusammen mit Möbius entstand. Möbius, sehr berühmter Comiczeichner aus Frankreich. Und hat sehr krasse Akira-Vibes. Das Krasse bei dem Werk ist, ihr kriegt es für 20 Euro in so einer gebundenen Edition. Steht hier, aber seht ihr jetzt nicht so gut. Auf jeden Fall ist genauso groß wie Long of My Cup, nur dünner. Und wie gesagt, geht um ein Kind, das quasi geboren wird und von Geburt an kann es einfach fliegen. Und es beschäftigt sich quasi mit dem Szenario, was würde passieren, wenn jetzt ein Kind geboren werden würde,
und es könnte einfach fliegen. Okay, wie würde krass. Die Regierung damit umgehen? Was würde die Wissenschaft machen? Wie würden die Menschen es behandeln? Was würde passieren? Wie würde man es ausnutzen, etc.? Ein bisschen X-Men-mäßig. Und war eigentlich als, genau, war als riesig, aber es ist der Einzige, der so ist. So. Und es ist quasi als riesige Reihe geplant gewesen, aber ist leider nie über diesen einen Band hinausgegangen. Aber es ist mega spannend. Hinten ist noch ganz viel Interview von Möbius, was er sich gedacht hat, warum Taniguchi dann ausgerechnet der Zeichner wurde, etc. Und ist cool, kann ich empfehlen. Nice. Ich empfehle euch einmal den Manga Z-Man. Den habe ich lange im Regal, den habe ich lange im Manga-Laden stehen lassen, weil ich dachte, wird mich wahrscheinlich nicht ansprechen, aber ich finde den richtig gut. Ich liebe die Zeichnung. Da kommt jetzt der dritte Band im Dezember raus. Lest den. Macht Bock. Und ich empfehle euch ein Spiel, was ihr mit Freunden spielen könnt oder wenn ihr Streamer seid, was ihr mit eurem Chat oder eurer Community zusammen spielen könnt, und zwar Karmazoo. Denn seit ungefähr einer Woche spiele ich jeden Abend mit den Leuten aus dem Anime, aus dem Peak-Discord, zusammen Karmazoo zu 10. Das macht richtig Bock. Man ist. Warum postest du da eigentlich immer so dumme Zahlen random? Weil das der Code ist für die Lobby. Also ist ein Lobby-Code einfach, damit die reinjoinen. Ach so, ich dachte, also wir sind jeden Abend zusammen im Discord und spielen Karmazoo, es macht extrem Bock. Ist so ein kleines Jump-and-Run-Puzzle-Game, wo man über die Zeit sich coolere Tiere mit Eigenschaften freispielen kann mit Karma, was man sammelt. Und hat richtigen Suchtfaktor, ist cool. Geiles Spiel und kostet nur 7 Euro oder 9. Ja. Gibt's auch für die Switch, habe ich gesehen, da wollte ich es mir auch fast holen. Sehr Bock mit, aber dann mit Freunden gemacht. Oder eben mit der Community zusammen und deswegen. Kommt auf den Discord und spielt mit. Ja. Und sonst so? Ich weiß halt nicht, wie wir das, diese Folge beenden können, die ja wirklich sehr gottlos war. Ich weiß, ich bin mir aktuell nicht mal sicher, ob wir die Action biblischen Spruch oder sowas, um uns wieder reinzuwaschen. Ich weiß nicht, was hilft da. Mach einfach Kirchenchor am Ende an oder so. Also ich glaube, wir müssen echt mal jetzt heute in die Kirche gehen. Also das kann nicht mehr gerettet werden. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das, weil das ist ja schon basically so ein bisschen Karrieresuizid, das jetzt hochzuladen, aber ja. Quatsch. YOLO. Machen wir, oder? Ich zitiere Lazar und sag, ach. Ah, warte mal. Wir haben nicht erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt in der letzten Folge. Das erzählen wir noch mal. In der nächsten Folge. Nein, das erzählen wir jetzt. Das erzählen wir in der nächsten Folge. Erzähl's jetzt. Am Anfang der nächsten Folge, erinnert uns dran. Haut rein, habt ein schönes Wochenende. Ich schwör dir, Digga. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Lazar findet Ramona Flowers ist eine Ho. Tschüss. Er hat recht. Hey, was war das?